Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The God of War. Wir sind durch, einen echt doofen Kampf. Er war nicht doof, er war episch. Aber durch einen Kampf, der nicht hätte sein müssen, hier nach Helheim zurückgekehrt. Ungewollt natürlich. Und dementsprechend müssen wir natürlich mit dem Jungen jetzt wieder einen Weg rausfinden. Wow, ist das kalt! Das ist Hehl? Nicht nur Hehl, der schlimmste Teil von Hehl überhaupt. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tyrs Tempel, aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Seit 1000 Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern, aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier. Schon komisch, der Lauf der Dinge. Ja. Erstmal holen wir uns die Truhe. Steht da hinten noch eine? Sehe ich doch richtig, dass da eine steht, ne? Holen wir uns dann auch noch. Sofern das wirklich eine Truhe ist. Oh. Ja, ist eine Truhe und ja, werden wir uns dann holen. Und weg ist es. So, normalerweise müsste ich ja hier durch. Was passiert eigentlich? Kann ich hier eigentlich runter? Das frage ich mich jetzt natürlich. Ob ich hier mich irgendwo runterfallen lassen kann. Weil da unten ist ja noch eine Truhe. Komme ich da irgendwie hin? Lass mich mal gucken. Ich würde nämlich gerne wissen wollen, ob ich dort hinkomme. Auf irgendeine Art und Weise. Komm doch bestimmt irgendwie. Nee. Von hier aus nicht. Dort brauchst du auch nicht. Scheiße. Ah, schade. Entschuldigung, schade. Schade. Wäre gerne zu der Truhe da gekommen, aber bestimmt komme ich später noch da irgendwie hin. Werden ja keine Truhen da platzieren, wenn man nicht die Möglichkeit hat, da vorbeizukommen, dahin zu kommen, ne? Am Ende vielleicht. Das war ich. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Kann nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja.
Und doch, Junge, das warst du. Nur so mal als kleiner Hinweis. Doch, das warst du. Kopf, was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Vision Qual sein soll. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir, es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Nein. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Ich weiß, ich habe uns das eingebrochen. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Immer ich will. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das soll es aber sein. Jetzt lenk mich nicht weiter ab. Tippen, ich will ja nicht hetzen, aber schneller? Ich muss nachdenken. Tippe mal. Warte. Zack. Ich tippe sehr, sehr, sehr stark mal, dass ich noch nichts. Irgendwie noch eine zweite. Einen zweiten Wind bräuchte, ne? Also, ich spüre meine Finger nicht mehr. Müssen beide Windfallen gefüllt werden? Anscheinend, ne? Ey! Kletter doch runter, du! Vollnoob! Du nennst dich Gott des Krieges, ey! Ich kann noch nicht mal ordentlich klettern. So. Zack. So wirklich. Nennt sich Gott des Krieges und kann noch nicht mal richtig klettern. So. Eine Kiste. Dein fucking Ernst. Mein Freund. Du versuchst dich hinter meinem Rücken. Versuchst dich an mich ranzuschleichen. Und das hinter meinen Rücken. Uncool. Uncool und unmöglich. Bahaha. Es müssen beide fallen. Irgendwie müssen beide Windfallen aktiviert werden. Das können wir von hier aus gar nicht. Beziehungsweise können wir eventuell, aber irgendwie fehlt mir da auch die nötige Möglichkeit zu. Ja, hier. Ist eigentlich irgendwo der Vogel? Ach da. Hi Vogel. 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 Okay. Okay, von denen kann ich schon mal keinen Wind kriegen. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wo könnte ich noch Wind herkriegen für die Falle da unten. Windfallen, Wind. Na. Wind für die Windfalle. Und berechtigte Frage. Wo kriegen wir Wind für die Windfalle her? Weil der gibt mir keinen Wind mehr. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier ist eigentlich nichts. Da ist auch eher weniger was. Jetzt hänge ich nämlich ein bisschen, ich sag mal,
ganz freundlich gesagt fest. Ich weiß es nicht, gerade etwas wenig. Ich dachte gerade, hey. Warte mal, hier komme ich ja auch runter. Noch. Ne, das war ja der Weg nach da. Zu dieser Kiste. Ist das vielleicht auch noch ein Weg irgendwo anders hin? Vielleicht habe ich ja hier irgendwas übersehen. Irgendetwas fließt. Nö, natürlich nicht. Habe ich nichts übersehen. Wirklich gar nicht. Das ist doch zum Mäusemaken hier. Nam, 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 nam. Okay. Ah. Nur so an die eine Truhe da drüben kam ich ja auch noch nicht. Mal ran. Komm ich hier irgendwo runter? Nö. Komm ich auch nirgendwo lang. Eine Tür aufzwängen. Warte mal, Räder? Welche Räder meinte? Ach! Gott! Ist ja auch blöd gemacht. Ja, dann ist das natürlich auch kein Wunder. Dann ist auch kein Wunder, dass ich kein weiteres Ding gefunden habe. Hi. Oh, schön, eine Chaosflamme. Finde ich cool. Klingverbesserung. Chaosflamme. So, insgesamt. Haben wir jetzt auch 3 von 4 Chaosflammen. Das heißt, mit dieser können wir sozusagen noch zweimal den verbessern, mit dieser, die wir halt ja hier haben. So, das war nämlich das da. Komme ich jetzt irgendwie da drüber? Mann, ich hatte gehofft, dass wir wenigstens da drüben irgendwie, warte mal. Nee, ich komme auch nicht rüber gesprungen. Schade. Ich hätte wenigstens mich gefreut, wenn wir darüber springen können oder so. Naja. Warte. Aha. Tschüss. Vorbeikomme.
Nee, der muss hier komplett rüber, damit man hier auf jeden Fall schon mal hin kann. So. Und man kommt hier nicht hoch. Oder muss ich von anderen Seite? Kann ja natürlich auch sein, dass wir jetzt von hier drüben. Ja, natürlich müssen wir von hier drüben. Zack. Und die nächste Tour. Na komm. Wir kommen mal rüber gesprungen. So. Ganz ehrlich. Warte, ich glaube, ich sehe Baldur davon. Ja. Ja, das ist er. Er darf uns nicht sehen. Hör zu. Jedes Recht, ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht, Hexe. Ich schmecke nichts. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, Trinken, Frau, alles ist tot. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte, 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 befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn, glaub mir, irgendwann dankst du mir. Du wirst mir komm. Ich verspreche es. Glaub mir, ich weiß nicht. Freya ist seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Na, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. Wir werden später die Kiste holen, die ich da gerade gesehen habe. Oder? Ah, oder komme ich hier durch zu dieser Kiste? Das wäre echt cool. Oh ja, das sieht gut aus. Komm, komm, komm. Ja, okay. Hole ich mir die Kiste jetzt. Zack. Ah, schön. Noch mehr Material. So. Hoi.
Nifa. So, aber bevor wir zum Boot gehen, würde ich sagen, war's das erstmal für diese Folge von God of War. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn wir an dieser Stelle weitermachen. Und dann würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lewoski-san.